Ja, hier ist der Olli von Session und ich zeige euch heute von Marshall den SL5C / Combo. SL5C und C steht natürlich für Combo und wie ihr seht, steht heute hinter mir nicht mein heißgeliebter JVM 410H, sondern der Slash Combo. Und wenn ihr euch ein bisschen auf unserem Kanal umschaut und vor allem, wenn ihr länger E-Gitarre spielt, vielleicht auch Les Paul spielt und auch Marshall geil findet, dann ist euch natürlich aufgefallen, dass Slash sehr, sehr gerne Marshalls spielt. Es gibt mittlerweile zwei und mit dem Combo drei Signaturmodelle von Marshall. Zuletzt der AFD. Und in dieser Tradition steht jetzt auch der SL5. Ich muss sagen, Slash hat sich, finde ich, in den letzten Jahren, seitdem er weg ist von den Drogen, wirklich obergeil gemausert. Ich habe früher auf sein Spiel nicht so sehr gestanden, aber jetzt muss ich sagen, was ich jetzt so höre von ihm, sehr, sehr aufgeräumt. Und vor allem live spielt er die ganzen Solo-Geschichten, die er eigentlich nie so hinbekommen hat, finde ich, live sowas von sauber, dass mir echt der Hut hochgeht. Also der Typ ist absolut auf der Höhe, schreibt immer auch immer super Riffs. Ist nicht nur eine Figur, ja, nicht nur so eine Ikone, sondern ist auch jemand, der mittlerweile richtig gut spielen kann. Und muss ich sagen, Hut ab, wenn ich ihn mal sehen würde, wahrscheinlich wird es niemals der Fall sein, würde ich ihm auch genau das sagen. Ja, aber das ist echt der absolute Hammer. Gut, wir haben es aber trotzdem mit dem Combo zu tun. Ich gehe mal auf die Bedienelemente. Ich habe jetzt natürlich wieder mal verzerrt angefangen. Ich gehe mal auf Clean, weil der Verstärker macht so ein paar Dinge wirklich sehr, sehr richtig und sehr, sehr gesund, auf die ich total stehe. Ja, zum Beispiel hat er einen Clean Kanal, der die Verzerrung im Prinzip nur über einen Regler steuern kann, wenn ich das möchte. Ich habe auf der Rückseite nachher, das zeige ich euch gleich nachher, noch eine 5 Watt auf praktisch 1 Watt Leistungsreduzierung. Jetzt läuft er gerade auf 5 Watt. Und was man halt dann hören kann, ist, wenn der Regler weiter unten ist, ist, dass der Verstärker relativ clean ist. Ja, da kann ich also sehr, sehr schöne, so klare Sachen machen. So.
ist also echt der Wahnsinn. Auch so ganz, ganz feine, leise Blues-Sachen funktionieren super gut. Und jetzt haben wir im Prinzip den Effekt, dass wenn ich jetzt den Regler hochdrehe, dass der Verstärker einfach mehr suppt. Ja? Das ist das, worauf ich voll stehe, wenn es in Richtung Blues geht. Also ihr könnt euch das mal anhören, hier unten ist er noch relativ klar. Und hier geht er hoch. Ha, jetzt wird er schön dunkel. Das ist das, worauf man als Gitarrist wirklich sehr, sehr steht, ist, wenn zu den Höhen einfach untenrum dieses Futter kommt. Ja? Das ist echt wie von Zauberhand. Hier ist es dünn, ja. Und dann kommt das Futter. Ja? Das ist noch nicht mal sehr, sehr, sehr viel Verzerrung. Ne? Das ist einfach nur schön fütterig. Na klar, wenn ich jetzt auf ein Steg-Pickup gehe, dann habe ich natürlich diesen typischen angezerrten, klassischen Rocksound. Das ist genau das, worauf man... Gerade so vor der mittelstarken Verzerrung ist noch davor. Ich gehe mal noch höher. Das ist der Wahnsinn. Das ist überhaupt nicht laut gerade hier. Ja? Und der Verstärker verbreitet so einen warmen Druck, so eine Fülle, wie ich es echt von Kombos selten höre. Also der Verstärker schwingt und ich habe das Gefühl, ich fühle mich total wohl in dieser Gitarrenschwingung. Ja? Also es ist überhaupt nicht laut. Es läuft gerade auf 5 Watt und ich kann ihn natürlich auch auf 1 Watt runterschalten. Das mache ich auch nachher. Aber im Moment klingt es wirklich sehr, sehr vollständig. Es macht mir wirklich einen Höllenspaß. Also vor allem enorm dynamisch auf den Anschlag reagieren. Ich kann jetzt immer noch praktisch clean spielen. Wahnsinn. Also das ist natürlich auch das, was für mich bei einem guten Verstärker dazugehört, ist, dass praktisch die Kompression stimmt. Ne? Es ist wirklich so, dass der Verstärker die Gitarre zusammendrückt. Und das macht das Ganze einfach spielermäßig so super geil angenehm. Okay, ich gehe mal auf den Verzerrten. Denn ich habe ja schon vorhin gesagt, es gibt einen cleanen Kanal und einen Verzerrten ist natürlich klar. Und hier ist es so, dass es sich auch verhält wie bei einem ganz gesunden Rock-Amp mit höherem Master klingen Amps ja einfach geiler. Das muss man einfach wissen. Das heißt, wenn ich jetzt hier praktisch mit wenig Vorstufen-Gain fahre hier und ich fahre mal das Master leise kurz, dann höre ich einfach einen ziemlich mittigen, dünneren Sound. Es ist nicht so sehr inspirierend, weil das nicht so schön füttert. Ne? Aber wenn ich jetzt mit Master hochgehe, dann hört man ganz schön. Ich mach's mal hier. Dass er nicht nur lauter wird, man kann es ja nachher in der Technik ein bisschen angleichen, sondern er wird einfach fütteriger. Thank you.
der absolute Knaller. Das klingt super geil. Ich mache mal einfach noch ein bisschen mehr Gain und bleib mal bei dieser Lautstärke hier. Da habe ich jetzt im Prinzip bei einer relativ leisen Lautstärke einen total kompletten Rocksound. Ne? Der absolute Knaller. Ich gehe jetzt mal runter auf 1 Watt und dann habe ich im Prinzip die gleiche Sättigung. Ja. Sehr, sehr viel leiser. Ja. Ist immer noch keine wirkliche Zimmerlautstärke, aber es ist wirklich für, also wenn man jetzt einen Keller hat, ne, und man macht die Tür zu und halt die Eltern sind oben vielleicht über der Treppe, ist es gar kein Problem. Da kann man echt hier rumrocken. Ich mache mal Master voll auf und gehe mal wirklich absichtlich hier mit dem Gain weiter runter. Dann höre ich, dass das richtig schön füttert. Der Knaller. Also es ist super leise und es hat wirklich so eine dicke, suppige, angenehme Kompression bei wirklich ausreichend Höhen. Und wenn ich die Gitarre zurückdrehe, ich kann mich halt auch da nur wiederholen. Das ist echt so bei so Amps, die einfach so geil sind, muss man einfach manches doppelt sagen. Okay, ich gehe mal ein bisschen höher mit dem Gain und dann höre ich auch, dass der Verstärker, wie sich das gehört, an Futter gewinnt. Ja? Das heißt, ihr müsst euch einfach merken, wenn ich hier mit Gain rauf oder runter gehe, erhöhe ich auch diesen unteren Frequenzanteil in der Verzerrung. Ne? Also hier klingt es eher ein bisschen dünner. Ich gehe mal wieder auf 5 Watt. So, habe ich ein bisschen mehr Spaß. Okay, so, dann hört mir ja ganz gut. Hier ist es relativ dünn und hier wird es fetter. Das heißt, der Amp schiebt auch von unten mehr. Ich gehe nochmal runter. Jetzt wird er richtig fett unten rum. Und da fängt er an zu krachen, ne? Wenn ich hier hochgehe. Yeah.
da bin ich ja schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute von Marshall den SL5C Slash Combo gezeigt. Und wenn ihr mal seht hier, ich habe mal den Amp vorgeholt. Da sieht man nämlich auf der Rückseite, ganz geil, die Umschaltung von 1 Watt auf 5 Watt. Und das heißt, damit ist wirklich der Amp für jedes Wohnzimmer gemacht. Hier kann man sogar reinschauen. Es gibt eine EL34 als Endstufe. Ja, natürlich die EC-C83 als Vorstufen. Super geile Geschichte. Ich habe den Verstärker auf der Messe gesehen jetzt und habe mir so gedacht, boah, ich weiß nicht, schon wieder so ein Signaturding und so weiter. Und Marshall Combos sind eh so ein zwielichtiges Schwert, weil man nicht ganz genau weiß, wie klingen die Dinger. Ich mag eigentlich lieber die Top-Teile. Aber ich muss sagen, Hut ab. Hat echt super geklappt. Slash ist auch wirklich verantwortlich für das Voicing, hat auch darauf bestanden, dass ein Vintage 30 Speaker von Marshall, von Marshall eingebaut, aber im Prinzip von Celestion reinkommt. Ein sehr, sehr geiler Speaker, auf den Slash steht. Und daran sieht man auch, dass die Jungs, wenn sie wirklich an halt der Entwicklung beteiligt sind von so einem Amp, auch einfach Einfluss haben. Das muss auch so sein, weil der Amp klingt nicht zuletzt deswegen so gut, weil Slash halt die Finger drin hatte. Super geil, ihr könnt auch zu uns kommen, in Laden den Amp spielen. Wir haben die ganzen Sachen von Marshall da. Wenn ihr nicht wollt, einfach schicken lassen. Mir hat Spaß gemacht und ich sage tschüss.